Hallo, meine Lieben. Das sind manche Kommentare und manche Fragen auch privat. Jetzt, was denke ich, ist die Erde flach oder rund? Es ist natürlich das Neugier des Menschen und es ist nicht schlecht, wenn man sich so manche Fragen stellt und versucht, das zu verstehen. Aber als kleiner Mensch, der nicht das Nötige dazu hat, kann man das schwer beweisen, nachweisen. Und man muss sich ein bisschen verlassen können auf das, was die weisen Wissenschaftler sagen. Und ja, der eine Wissenschaftler sagt, wir waren im Weltraum, wir haben Fotos geschickt und der andere Wissenschaftler sagt, das ist alles nicht möglich, das passiert nicht. Und der eine Wissenschaftler sagt, dass bei Noah war nicht das ganze Erde überflutet, sondern man versucht, das gegen das Wort Gottes zu wenden und sagen, das war nur eine Teilsüberflutung. Und jeder vergisst, dass damals bei Noah noch alles ein Kontinent war. Es war nicht getrennt. Das ist sichtbar in der Bibel. Also, ich denke, dass die Menschen Fragen suchen auf Antworten suchen auf Fragen, die eigentlich einen gar nicht weiterbringen. War das das Ei erste Mal oder war das Huhn? Und man stellt Fragen auch so, sogar als Christen. Und ich denke, als Christ soll ich mir eigentlich nur die eine Frage stellen, bin ich errettet oder nicht? Die Bibel sagt ganz deutlich, dass erstmal war der Huhn, aber man kann darüber streiten. Und dann sind die Fragen zum Beispiel, da ist Adam und Eva und da kommt der Kain und Abel und Kain tötet den Abel und dann läuft er und da sind schon Länder da, also sind Menschen da und es kann doch nicht sein. Es kann nicht sein, weil wir Gottes Wort eigentlich nicht verstehen und nicht richtig nachforschen. Weil wir sehen, dass Adam war 130 Jahre alt in Kapitel 5, 1. Buch Mose, und er war 130 Jahre alt, als Seth geboren war. Und von der Geburtsrate damals wissen wir nichts und wir wissen auch nicht viel. Wir können entnehmen aus dem Biblischen, ob damals schon Kinder mit 12, 13 nicht schon ehefähig waren und Kinder zeugen konnten. Wir nehmen nicht ernst, dass damals und auch bei Noah, als die noch aus der Arche gekommen sind, Gott hat ihnen die Vermehrungsbedingungen anders gestellt, als wir das heute kennen und haben. Aber bringt es mich eigentlich voran, wenn ich jetzt mich mit solchen Themen so auseinandersetze und no natürlich noch andere Leute da in diesen Boot reinziehe und mit unnützen Fragen Zweifel vielleicht noch bringen im Leben des einen oder anderen? Mit Fragen und Sachen, was eigentlich einen gar nicht aufbauen. Ob die Erde flach oder rund ist, wird das an das Evangelium Gottes nichts ändern. Und natürlich, man bringt dann hier Nachweise, dass in der Bibel schreibt, der vier Ecken der Welt wird Gott die Engel freilassen und von vier Enden der Welt oder drei Enden oder zwei Enden oder bis zu Ende der Welt, da gibt es solche Aussagen.
Und dann sagt man, ja, das hat ein Ende. Ezekiel nehmen. Ja, Entschuldigung, da war eine Störung an meinem Video. Wenn wir Ezekiel zum Beispiel nehmen oder auch Babylon, das Turm von Babel, und dann sagt Gott beim Turm der Babel, die bauen bis zu uns in Himmel dieses Baut und das dürfen wir nicht zulassen. Und heute fliegen wir mit der Flugzeuge oder Raketen bis irgendwo in der All. Und das glaube ich schon, irgendwo glaube ich schon, dass diese Planeten und so, die sind erforscht und werden erforscht. Und das ist auch möglich. Ich denke nicht, dass alles eine Lüge ist, nur weil die Satanisten sind oder was auch immer. Weil durch diese Sachen, dass die Erde flach oder rund ist oder es gibt Kometen oder Planeten oder was auch immer in dem Sonnensystem. Das ändert eigentlich nichts an der Lehre des Evangeliums. Also von dem aus mache ich mir keine Gedanken. Aber wisst ihr, ich bin jetzt kein Wissenschaftler. Ich kann nicht mit großen Argumenten da kommen. Ich bin so ein kleiner Prediger hier, der das Wort Gottes weitergeben möchte, dass das weitergeben möchte, was Gott mir gezeigt hat, aus dem Evangelium. Und das ist auch wichtig, weil das ist das Brot des Lebens, das ist das Leben in sich. Und ich finde, wir Christen sollen wir uns lieber damit beschäftigen, als ob Fragen, die Zweifel bringen können im Leben von einem oder anderen, was man nicht beweisen kann oder nicht ganz verstehen kann, weil wir nicht aus der Dimension Gottes vieles sehen können und dürfen. Es sind manche Aussagen der Bibel, die wir so annehmen sollen und müssen, wie es geschrieben ist. Und wenn wir das nicht können, haben wir eigentlich verloren, weil wir gehen dann in Lehren rein, wo uns eigentlich nicht erbaut, sondern sogar von der Wahrheit abzweigen kann und ist nicht nützlich. Jetzt lasst mich mal meine Theorie in der flachen Erde oder runden Erde bringen. Ich bin kein Wissenschaftler. Ich habe null Ahnung von diesen ganzen, ich weiß, dass es sind diese Planeten, Pluto, Venus, Jupiter und so weiter und so fort. Und ich weiß, es gibt ein Universum, ich weiß, dass es eine Sonne und einen Mond gibt, das habe ich auch aus der Bibel auch so gelesen, schon in der Schöpfungsgeschichte, und ich weiß, dass es Sterne sind. Ich weiß auch, dass der Finsternis von der Licht getrennt worden ist. Und jetzt komme ich jetzt so als kleiner Mensch, der null Ahnung hat von allen, und versucht es mal normal mit so einem kleinen Verstand, wie ich das habe, das zu verstehen. Also, lasst mal so sehen. Seht ihr, das ist flach. Man sagt, die Erde sei flach. Gut, soll sein. Dann soll mir bitte einer erklären, wir kennen die Kraft der Sonne, der Beleuchtung. Und wenn diese Ebene so groß ist, wie sie ist, und wir wissen die Kraft des Lichtes, was die Sonne beinhaltet, dann frage ich mich nur, wenn das Licht jetzt, das wäre die Sonne, wenn das Licht jetzt hier hochgeht und es ist eine flache Ebene, dann würde das die ganze Fläche beleuchten. Und dann frage ich mich, wenn hier Europa ist und hier Amerika ist, wieso ist hier Licht und da Finsternis? Wieso ist hier Tag und da Nacht? Wenn hier die Sonne aufgehen würde, dann müsste theoretisch
hier auch teils belichtet, beleuchtet sein. War eine flache Ebene. Aber wenn hier jetzt die Sonne steht, wo steht da der Mond? Wo ist dann der Mond? Wenn der Mond dastehen würde mit seinem eigenen Licht, dann würde das hier auch gar nicht so dunkel sein können. Meistens, wenn die Sonne jetzt ein bisschen wandelt, dann geht der Mond vielleicht unter die, oder wenn der Mond unter der Sonne untergeht, dann geht er unter die Erde. Aber wenn die unter die Erde ist oder hier irgendwo, ja, hier irgendwo, dann ist hier überall Finsternis. Dann ist in Amerika, Europa, in Australien und überall ist es Finsternis. Und wisst ihr, was ich dann nicht verstehe? Wenn das alles stimmen sollte, wie erkläre ich den Halbmond, den Viertelmond, den Vollmond? Wenn man das genau sogar aus dem Biblischen weiß, dass der Mond von der Sonne das Licht erhält. Wenn auf einer flachen Ebene beide aktiv sind, dann ist es gar nicht möglich, dass es ein Vollmond oder ein halber Mond ist. Das heißt, dass der Mond müsste dann irgendwie hier runterkommen und dann wieder hoch. Aber wir sehen bei Vollmond und halbem Mond, dass manchmal ist das, also das Viertelmond auf rechts und dann geht immer voller und dann wird er von der anderen Seite kleiner. Es ist für mich eigentlich nicht ganz logisch. Jetzt habe ich gerade keinen Kreis hier, aber ich nehme mal das hier. Das ist keine Kugel, aber ist rund. Ja? Wenn ich jetzt die Sonne von hier leuchten lasse, dann wird hier auf der anderen Seite dunkel. Wenn ich die Sonne von hier leuchten lasse und auf der anderen Seite der Mond, dann ist es schon möglich, dass wir hier Halbmond, Ganzmond, Viertelmond haben? Und wenn ich diese Drehung nehme, dann sehe ich, dass das Licht hier dann langsam auch auf die andere Seite kommt und der Mond kommt dann hier auf die Seite, wo es Finsternis ist. Weil ich habe noch keine halbe Sonne, Viertelsonne, oder anders in der Sicht gesehen, ich habe nur ganze Sonne erleben können, mein ganzes Leben lang. Aber der Mond, den Mond habe ich als halb, ganz und Viertel gesehen. Und ich weiß ganz genau, auch sogar aus dem Biblischen her, dass der Mond von der Sonne ernährt wird. So wie der Vater den Sohn und der Sohn dann die Gemeinde, so ist auch zwischen Sonne und Mond dieses Verhältnis. Der Mond hat kein eigenes Licht. Und durch die Kraft der Sonne, und dann sind auch noch die Sterne, wieso bei einer flachen Ebene, wie soll ich mir das erklären? Wenn die Sonne, egal wo sie steht, würde diese ganze Fläche doch beleuchten. Jo, ich könnte jetzt eine Theorie noch reinbringen, dass man sagt, okay, Gott hat es so gemacht, dass hier eine Grenze ist, da geht das Licht nicht durch. Möglich. Okay, dann soll es flach sein. Und dann diese Grenze bewegt sich so, aber wenn das der Fall wäre, wie erkläre ich mir dennoch den Halbmond, den ganzen Mond, den Viertelmond und so weiter und so fort? Wenn ich aber ein rundes Gegenstand habe, ja, wenn ich ein rundes Gegenstand habe als Globus, kann ich auch von einem Kreis sprechen. Da seht ihr einen Kreis, ja?
wenn ich hier auch den Koppel ist. Und Koppel, ein rundes Zeug besteht aus Koppel auch, weil das, was ich über drüber mache, ist ein Koppel, oder? Schaut mal, wenn ich das drüber mache, genauso über auf die Erde, ist das nicht ein Koppel? Ist der Regenbogen nicht auch genauso gebogen? Ist der Himmel nicht gewölbt über die Erde? Genauso. Und wenn ich das drehe, ja, und wenn hier die Sonne oben ist und ich das drehe, dann geht das Licht eigentlich immer auf den Punkt, wo die Erde sich dreht oder die Sonne sich dreht. Ich weiß es nicht. Aber meine Lieben, ich finde es uninteressant. Ich finde es schon okay, man kann sich beschäftigen damit. Es ist keine Sünde. Es ist keine Sünde. Aber wir müssen nur Acht geben, dass aus diesen Meinungsverschiedenheiten keine Spaltungen entstehen. Weil es bringt nichts. Wenn du glaubst, die Erde ist flach, und du glaubst dieser Theorie, sei glücklich damit. Aber versuch nicht, jemanden zu überzeugen. Bringt eigentlich nicht. Ich will dich auch nicht überzeugen, dass die Erde rund oder flach ist. Das ist nur meine Theorie zu diesen ganzen Sachen. Und ich finde es logisch. Es ist logisches Menschenverstand. Und man kann halt hier Mathematik und Physik reinbringen und man kann sagen, der Flugzeug, wenn der fliegt in dieser Richtung, wisst ihr, der Mensch weiß über die Gesetze der Erde und der Himmel überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Das, was er weiß, ist es ein Bruchteil. Und Gott lacht drüber. Gott lacht drüber. Das Wasser wird erforscht jetzt schon seit Jahren. Und wisst ihr, was der gute Wissenschaftler gesagt hat in dem Video, auch in YouTube? Und nicht nur in YouTube, sondern im Fernsehen habe ich darüber einen Bericht gesehen. Da sagt der Wissenschaftler, wir forschen seit Jahren. Und wir sind weiter, so weit gekommen, dass wir nicht wissen, wie wir Wasser definieren können. Man kommt nicht dahinter. Die wissen, dass Wasser lebensnotwendig ist. Die sehen auch die Dichte, die Kraft des Wassers. Aber dennoch können sie es nicht erklären. Und ob jetzt Erde flach oder rund ist. Nur weil es geschrieben ist, vier Kanten oder vier Enden der Welt, heißt noch lange nicht, es muss auch so sein, weil die Bibel schreibt oft bildlich auch. Ja, Jesus sagt zum Beispiel, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Wir könnten das als Kannibalismus benennen. Oder? Aber es ist nicht so wortwörtlich zu nehmen. Und Ezekiel schreibt auch, da sagt Gott, du bist ein Baum mit der Äste bis in den Himmel gelangt. Du hast dich bis in den Himmel erhöht. Habt ihr schon einen Mann, einen Menschen in den Himmel erhöht gesehen? Der Mensch ist so klug, man liest die Bibel und denkt, ja, vier Enden, dann ist es flach. Vier Kanten, dann ist es eckig. Weil wir das so wollen. Und wenn er über einen Mensch redet, du bist bis in den Himmel. Und dann bis zum Tiefen der Erde werde ich dich vernichten. Oh. Naja. Gut, meine Lieben, es ist hier kein Spott oder so, aber Spaß beiseite. Ob es rundkantig ist, lasst uns dabei bleiben. Jesus Christus ist wichtig. Es ist wichtig, dass du errettet bist.
Es ist wichtig, dass Gottes Wort als Zeugnis weitergegeben wird. Beschäftige dich mit das, was dich erbaut und nicht mit das, was nicht erbaut ist. Jesus Christus ist für dich gekommen und für dich gestorben. Nimm das in Anspruch. Und wenn du ein Wissenschaftler bist, pass auf, nicht, dass deine Wissenschaft von der Wahrheit Gottes dich entfernt. Pass auf. Man kann nicht alles beweisen, weil Gottes Werk ist von menschlichem Verstand nicht beweisbar. Gott segne uns alle und lasst uns mit wichtigen Sachen uns beschäftigen. Mit wichtigen Sachen uns beschäftigen. Das gebe ich allen auf den Weg. Mit das, was uns erbaut, was uns aufrichtet, was uns das ewige Leben bringt. Weil wenn ich von einer flachen Erde entrückt werde oder von einer runden Erde, ist mir egal. Ich möchte dabei sein. Okay, egal, ob ein runder Himmel oder ein flacher Himmel wird sein, das ist mir auch egal. Ich möchte beim Herrn sein. Und das soll es wichtig sein, meine Lieben. Sucht nach das, was droben ist. Und versucht nicht, hier die Erdkräfte zu beweisen oder beweisen Sachen, was eigentlich vielleicht gar nicht zu beweisen sind, weil sie sind sehr, sehr vielseitig und schwierig. Lasst klug sein die Leute, die klug sein möchten. Sei du ein Zeugnis, da, wo der Herr sagt, dass wir Zeugen seines Daseins sind. Ja, Gott segne uns alle. Mal ein Video von anderem Thema, ja. Aber ich dachte, ich mache das. Ich mache das auch für diejenigen, die mir diese Fragen gestellt haben. Und lass uns nicht suchen nach Beweise und Nachweise. Das Einzige ist, dass uns das Glauben errettet, das Glauben, was wir nicht sehen. An das sollen wir festhalten. Gott segne uns alle. Amen.